Ganz schön kalt, aber sicher ist mein Treffpunkt diesmal. Der Biberacher Guido Mebold trägt seit 37 Jahren Uniform und empfängt mich an einem Ort, der für Außenstehende kaum begreifbar ist. Also um es ganz kurz zu sagen, wir sind hier beim IBABC des IAUT der HFPOL BW. Alles klar? Vollkommen okay, oder? Sicher, ganz einfach. Die Polizeihochschule Biberach. Guido Mebold, was lernt man denn jetzt hier? Also hier lernt man Polizist zu werden. Ja, also alle, die hier nachher fertig sind, sind nachher ausgebildete Polizeibeamte, zunächst mal in Uniform und mit der Zielrichtung, dass sie im Streifendienst verwendet werden können. Da kommt auf mich zu, ja, hier ablenken, Umbautechnik. Unsere erste Station, Abwehr- und Zugriffstechniken. Richtig hindrehen. Zack, Arm zurück. 726 Hochschüler lernen hier derzeit. Zum Beispiel, sich gegenseitig aufs Kreuz zu legen. Hier lernt man sich zu verteidigen. Mhm. Es geht ja nicht darum, aktiv zu werden gegen Einsteurer, sondern die Jungs und Mädels sollen lernen, sich selber zu verteidigen, wenn jemand auf sie zukommt. Sieht man einmal, wenn dann einer auf einen zukommt, dann ist er der Böse, der auf einen zukommt. Und der gute Polizeibeamte geht zurück und greift sich die dann. Nächste Station auf dem weitläufigen Gelände. Situatives Handlungstraining. Für die künftigen Polizistinnen und Polizisten heißt das Learning by Doing. Also unsere zwei Lehrer, die teilen jetzt die Gruppe ein. Der eine macht einen Schauspieler, der andere macht einen Beobachter. Und die Hauptanhandelnde, die sind jetzt schon weg. Die sind jetzt draußen und wartet auf Aufträge. Die wissen die Situation nicht, die jetzt danach gespielt wird. Ne? Beobachter und Schauspieler gehen auf ihre Posten in einer Halle, die für solche Übungszwecke eingerichtet ist. Für alle Beteiligten jedes Mal wieder spannend, wie reagieren die Mitschüler auf die unbekannte Situation. Sie sind verdächtig, einen Diebstahl begangen zu haben. Sie sind vorläufig festgenommen. Ganz schön realistisch. Der scheinbar Verletzte hat sogar Theaterblut im Gesicht. Von den Kollegen beobachtet jeder für sich selbst die Szene. Wie würde ich reagieren? Wie findet sie dieses situative Handlungstraining? Also ich finde es sehr realitätsnah, weil es ist eigentlich wie draußen. Man kriegt einen Auftrag, man weiß nicht, was einen erwartet. Und dann kommt man eben an den Einsatzort und dann spielt sich dort eben das Ganze ab. Man kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Vor allem, wenn wir noch nicht draußen waren und das erste Mal rausgehen, dann kennt man schon mal die ein oder anderen Abläufe. Vor 37 Jahren war Guido Mebold hier selber Schüler. Jetzt leitet er die Hochschule. Aber ich bin jetzt in meinem privaten Umfeld. Aha. Wenn ich abends hier aus dem Büro rausgehe, aus der Unterkunft raus, bin ich zu Hause. In der Stadt, in meinem Biberach. Und was jeder merkt, der 54-Jährige macht seinen Job mit viel Freude und Leidenschaft. Er hat einen Draht zu den Schülern, sie zollen ihm Respekt. Unsere letzte Station, Zwangs- und Schießmitteltraining. Mit der Waffe umzugehen, ist in dem Job lebenswichtig. Für andere wie für sich selbst. Und dann bringt mich Mebold in Zivil noch in Seistädtle. Was sind Sie für ein Biberacher? Ich bin ein richtiger Biberacher. Ich bin so ein Leib-, Magen- und Herz-Biberacher. Das heißt, die Jahre, wo ich weg war, hat es mir auch gut gefallen. Aber insgesamt hier wieder zu sein und auch die Familie hier in dieser Stadt aufwachsen zu lassen, ist doch was ganz Besonderes. Und dazu ist Mebold jetzt auch noch der Vizedirektor beim Biberacher Schützefest. Eine Adelung? Ja, ein Ritterschlag. Genau so hätte ich dazu gesagt. Das ist ein klassischer Ritterschlag hier. Und es macht... Also es ist für einen wichtig, wenn man hier aufgewachsen ist, dieses Fest von Junge auf ein Kind, hier dann aktiv dabei zu sein, ist das eine tolle Sache. Und da ich von Haus aus Polizist bin, mache ich da die Sicherheit. Das ist das große Thema. Ist ja gerade auch noch geschickt. Ja, das passt. Das ist ideal. Klar, für sein Biberach.